Also Herr Herbert Petrovic, arbeite hier in Stuttgart in der Niederlassung von Eplan. Seit nunmehr 30 Jahren und 4 Monate und 18 Tage. Und habe eigentlich noch keinen Tag bereut. Die Aufgabe, die ich habe, ist sehr vielfältig. Also angefangen habe ich vor 30 Jahren als Consultant, bin dann in den Vertrieb gewechselt und mache seither Vertrieb. Habe da Schulungen gemacht, Installationen, Einweisungen im System, Präsentationen, alles, was die Technik beinhaltet letztendlich. Ich habe auch damals noch Hardware, haben wir noch damals selber aufgebaut. Das war so die Tätigkeit. Und dann hat damals noch die Firma Wiechers & Partner eine Aktion ins Leben gerufen. Die wollten eigentlich keine typischen Vertriebsleute mehr, sondern die wollten Leute, die aus der Technik kommen, die das System beherrschen, die wissen, was Eplan macht, was Eplan tut. Und da wurden Consultants gefragt, ob sie sich vorstellen können, den Vertrieb zu wechseln. Und das war damals für mich eine sehr spannende Geschichte. Und ich habe mir gedacht, gut, Technik kenne ich jetzt alles. Jetzt fange ich doch mal im Vertrieb ein, schauen wir mal, wie das so läuft. Und wie gesagt, bereue keinen Tag. Das war eine super Entscheidung, eine tolle Möglichkeit, die mir das Unternehmen da geboten hat. Absolut spannend. Also die Hauptaufgabe im Vertrieb ist natürlich das Erreichen seiner Zielvorgabe. Ja. Das ist das Hauptziel, aber der Weg dahin ist total spannend. Ja. Wir vereinbaren Termine mit Interessenten, mit Kunden. Wir beraten sie, was ist die richtige Lösung für dich. Wir haben natürlich auch viele Vor-Ort-Termine letztendlich, sitzen da mit unterschiedlichsten Menschen zusammen und das macht einfach nur Spaß, ja, weil du einfach auch die menschliche Komponente bei dem Job hast und das ist einfach spannend und extrem aufregend. Natürlich gehört auch das ganze Thema Kommunikation dazu. Wir müssen sehr kommunikativ sein, wir müssen immer viel fragen, wir müssen sehr viel zuhören können, um zu verstehen, wo sind die Probleme des Kunden. Und dann geht es eigentlich darum zu erarbeiten, welche Lösung ist die optimale für den Kunden. Ja. Weil ich sage immer, es ist ganz arg wichtig am Anfang, dass beide ein gutes Gefühl haben, weil Kaufen der Software ist wie eine Ehe. Ich fange irgendwann an und wir bleiben ganz lang zusammen, im Optimalfall ewig. Und je besser der Start, desto besser ist diese Beziehung. Und deshalb sind die ersten Stunden mit dem Interessenten, mit dem Kunden meiner Meinung nach die wichtigsten. Und da muss ich einfach ein Gespür für haben, wie kommen wir auf eine Ebene. Das ist das Entscheidende in dem Job. Genau. Was mir super gefällt, ist natürlich die Eigenverantwortung und die Eigenmotivation, die ich dadurch aufbauen kann. Ja, ich bin verantwortlich für meine Vorgabe und ich muss mir Gedanken machen, wie erreiche ich die. Und das ist spannend ohne Ende. Ich habe keinen Aufpasser hinter mir, ich habe niemanden, der mir sagt, was musst du tun, wie musst du es tun, sondern ich entscheide für mich, welchen Weg gehe ich, um das Ziel zu erreichen. Und genau das ist natürlich die Herausforderung und das ist das, was wirklich Spaß macht. Also was soll jemand mitbringen, der bei uns anfängt? Das sollte auf jeden Fall kommunikativ sein. Also ein introvertierter Mensch hat es schwierig im Vertrieb, weil es geht sehr viel um Kommunikation, um Verständnis, um Auffassungsgabe. Ich sollte schnell verstehen, wie laufen die Prozesse beim Kunden ab, wo sind seine Schwierigkeiten und welche Lösungen können wir bieten. Das kann man nicht sofort lernen, das ist ein Prozess, das nennt man Erfahrung. Und das bekommt jeder bei uns und jeder hat eine Unterstützung. Wir haben ja Kollegen neu, die sind 58 Jahre alt, mit denen fahren wir genauso zum Kunden, unterstützen sie in den ersten Wochen und Monaten, damit sie einfach schnell in das Thema reinkommen. Und das ist gegeben hier. Ja. Also wir lassen keinen isoliert, sondern er gehört sofort zum Team. Wir tun alles dafür, dass er schnell integriert wird und es muss natürlich auch der Wille da sein, sich integrieren zu wollen. Wirklich außergewöhnlich ist der Teamgeist und der Spirit bei Eplan. Ich hatte früher als Key-User Eplan gearbeitet, war dafür zuständig, um Eplan zu integrieren ins Unternehmen, hatte ganz engen Kontakt mit Leuten von Eplan und jeder hat dieses Leuchten in den Augen. Ja, und ich habe gesagt, was ist das für ein Unternehmen, das so leuchtet, da muss was Besonderes sein, da will ich hin. Und dann las ich die Anzeige in der Zeitung, habe mich beworben. 30 Jahre ist es her und wie gesagt, eine tolle Zeit.